Ekapada Dhanurasana ist der Bogen, wo du nur einen Fuß gefasst hast. Eka heißt ein, Pada heißt Fuß. Ekapada Dhanurasana, also die Einfuß-Bogenstellung. Ausgangsposition ist die Bauchlage. Und von hier beuge ein Knie und fasse mit einer Hand an den Fuß und hebe den Fuß hoch. Das ist Ekapada Dhanurasana. Als Variation kannst du den anderen Arm und das andere Bein heben und so hast du eine durchaus anstrengende, anspruchsvolle Rückbeuge, welches für die ausgestreckten Arme und Beine eine große Kraftanstrengung bedeuten kann und für die andere Seite eine Flexibilitätsübung, weil du auf der Seite Schulter und Oberschenkel und Hüftgelenk in der Flexibilität trainierst.